Bei mir gibt es keine verborgenen oder geheimen oder untergründigen Seiten. Bei mir gibt es auch keine Vergangenheit, die ich zu verbergen habe oder die ich zu erklären hätte. Bei mir weiß jedermann, woran er ist. Wir würden vor uns selber ausspucken müssen, wenn wir nicht mehr das Wort national, und den Begriff eines legitimen Nationalbewusstseins auch für unser Volk als gerechtfertigt anerkennen würden. Und die Propagandakanonen richten sich jetzt gegen uns. Und darum sollen sich die Sozialdemokraten hüten, in Formulierung und Methode mit den Kommunisten immer verdächtigere Ähnlichkeiten aufzuweisen. Wir hätten, meine Damen und Herren, diese Wahlerfolge in allen Bundesländern und in besonders eindrucksvoller Weise in Bayern nie erreichen können. Wir haben sie nicht erreicht allein durch unsere eigene politische Leistung. Die eigene politische Leistung wurde im Bewusstsein weiter Schichten der Wähler eindrucksvoll ergänzt durch das eklatante Versagen derer, die ausgezogen waren, Deutschland zu reformieren und einen Saustall ohne Gleichen angerichtet haben. Wer sein Weltbild, nicht zu verwechseln mit Weltanschauung, aus der Zeit des Kommunistischen Manifestes bezieht, wo es noch keinen Verbrennungsmotor, keine Elektroenergie, keine moderne Nachrichtentechnik, geschweige denn Kernenergie, moderne Informatik oder Luft- und Raumfahrt gegeben hat. Wer aus dieser Zeit und den damaligen industriellen Verhältnissen die Heilslehre für heute und morgen bezieht, das sind die Reaktionäre von heute, die Linksfaschisten mit ihrem marxistischen Glaubensbekenntnis. Auf dem CSU-Parteitag in München operierte Franz Josef Strauß mit einer neuen historischen Erkenntnis. Sozialdemokraten seien die Steigbügelhalter des Nationalsozialismus gewesen. Der studierte Historiker Strauß retuschierte Geschichte zum Zwecke des Wahlkampfes. Das Parteivolk soll wissen, wo der Feind damals stand und heute noch steht. Und wir werden auch nicht schweigen in dieser Auseinandersetzung. Denn schließlich war der Nationalsozialismus auch eine Variante des Sozialismus. Und seine große Schwungmasse hat er nicht von dem Strandgut des Ersten Weltkrieges, von den Freikorpskämpfern, vom verarmten Mittelstand oder vom Bürgertum bezogen. Seine Schwungmasse hat er von den Millionen Sozialisten bezogen, die der SPD damals als Wähler davongelaufen sind. Wenn Sie einen Funken demokratischer Disziplin, einen Funken von menschlichem Anstand, einen Funken von normalen Verhaltensweisen hätten, dann würden Sie jetzt Ihr Maul halten. Das versuchen uns dauernd zu stören. Aber wir sind ja froh, dass Sie da sind. Da merkt die Bevölkerung der Oberpfalz, was ihr blühen würde, wenn Chaos und Anarchie, wenn das rot-grüne Konstellation in der Bundesrepublik die Macht übernehmen würde. In Bayern habt ihr nichts zu verlieren. Wir können für eine vorausschaubare Zukunft auf die Kernenergie nicht verzichten, weil für sie keinen Ersatz gibt. Wer ihnen was anderes sagt, der lügt sie an oder er versteht nichts von den Dingen. Natürlich, man kann auf alles verzichten. Man kann in einem Zelt wohnen und sagen, wir brauchen kein Haus mehr. Man kann mit dem Rad fahren und sagen, wir brauchen kein Auto mehr. Man kann mit dem Segelschiff fahren und kann sagen, wir brauchen keinen Flugverkehr mehr. Aber das ist doch keine Zukunftsgestaltung. Das ist doch der Marsch in die Vergangenheit. Wenn der Spitzenkandidat der SPD von Niedersachsen deshalb sagte, der bayerische Ministerpräsident Strauß sei eine Sau. Sehr schön. Grüß Gott. Dann bleibt er einmal in seinem Milieu, in dem Stall, in den er gehört. Aber Schweine sind reinliche Tiere. Deshalb soll man mit dem Schimpfwort Sau vorsichtig umgehen. Und der Herr Josemann noch von Saustall spricht, den er aufräumen müsste. Dann zeigt sich, wes Geisteskind die heutigen führenden Sozialdemokraten sind. Meine Damen und Herren, ich habe viele gestandene Sozialdemokraten kennengelernt und habe meinen Respekt vor ihnen. Es gibt auch heute noch den einen oder anderen, aber sie führen ein Dasein am Rande, ein Schattendasein. Sie werden von den
von den intoleranten, radikalen, klassenkämpferischen Kräften systematisch an die Wand gedrängt. Und Sie sind ja ein Beweis dafür, dass ich recht habe. Mehr können Sie es ja gar nicht beweisen. Dann kommt die zweite unehrliche Aussage. Keine Koalition mit den Grünen, wir schaffen es allein. Ja, wie kann denn jemand so von aller Wirklichkeit im Stich gelassen sein? Der lebt doch in einem Wolkenkuckucksheim. Der lebt doch in einem Luftschloss. Der lebt doch in einer Traumburg. Sie allein die absolute Mehrheit. Die kriegen auch mit den Grünen keine absolute Mehrheit. Aber wenn er eine Koalition mit den Grünen ablehnt, weil er weiß, dass eine von den Grünen bestimmte Politik der Untergang der Bundesrepublik Deutschland als zivilisierter, kulturvoller, demokratischer Staat wäre.